Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Automatenfahrt der schlechten Lesegewohnheiten oder geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wartungsfahrt, eine Runde in die Medienwelt. Ich bin's wieder, euer Martin. Ja Leute, was ist passiert? Der Staat Freiburg, also aus der Schweiz wohlgemerkt, hat eine Neuigkeit zum Thema Autismus ins Internet gebracht. Und weil ich mir die nicht allein antun kann, sicher ich will mit dran. Link zu dieser Neuigkeit gibt es natürlich in der Videobeschreibung, als auch den Link zu meinem zweiten Kanal, falls das gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort rausfahren würdet. Gleiches gilt auch für meine Kooperationspartnerin, Autismus und ADHS, ein Brückenkanal, als auch den Link zu meinem DeviantArt-Kanal, für euch meine Comic-Seite mal geben könnt, als auch den Link zu meinem Fanfiction-Kanal. Und diese Meldung trägt den Titel: Eröffnung eines kantonalen Zentrums für intensive Frühintervention, IFI. Na gut. Hier auf dem Foto sieht man IPI, aber ist anscheinend die französische Übersetzung dafür. Und Stadt Freiburg steht nur deshalb da, weil es gibt ja auch in der Schweiz einen Kanton, der Freiburg heißt. Also nicht Freiburg im Breisgau, in Deutschland natürlich, sondern in der Schweiz gibt es einen Kanton, der halt Kanton Freiburg heißt. Frag mich dann drumherum. Los geht's. Ziel der IFI ist es, Kinder im Autismus-Spektrum in ihrer Entwicklung zu fördern und somit ihre Selbstständigkeit und Lebensqualität zu steigern. Habe das nicht schon mal irgendwo gehabt? Aber das wollen ja alle, glaube ich. Mal mit guten, mal mit schlechten Absichten. Weiter geht's. Die sehr intensive Förderung ist für Kinder ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr vorgesehen und umfasst etwa 1200 Interventionsstunden, die auf 2 Jahre verteilt sind. Ab der Eröffnung des Zentrums am 29. August 2023 können 5 Kinder aufgenommen werden. Die Vorbereitung auf ihre spätere Einschulung ist Teil des Programms. Ja, also für die spätere Einschulung, ja, bei mir war das ja nur ein halber Sommer, wohlgemerkt. Und das war doch noch seit 98. Weiter geht's. 15 Interventionsstunden pro Woche. Im ersten Jahr findet die Förderung hauptsächlich in den Räumlichkeiten des IFI-Zentrums statt. Die Interventionen werden primär in individueller Form durchgeführt. Also das Verhältnis Fachperson-Kind 1 zu 1. Und nach teilweise durchgeführte auseinandergeschriebene Gruppensequenzen ersetzt. Es werden Interventionen zu Hause angeboten. Im zweiten Jahr und je nach Entwicklung des Kindes wird der Schwerpunkt auf Gruppensequenzen im IFI-Zentrum gelegt. Die individuellen und zu Hause durchgeführten Interventionen werden fortgesetzt. Während des zweijährigen IFI-Programms erhält das Kind insgesamt rund 1200 Interventionsstunden an den verschiedenen Interventionsorten. Die Interventionen finden an 41 Wochen pro Jahr statt, von denen 38 nach dem Schulkalender organisiert sind. An wen richtet sich das Angebot? Das Angebot richtet sich an Kinder im Autismus-Spektrum, die das zweite Lebensjahr vollendet haben, damit das zweijährige IFI-Programm vor dem Schuleintritt erfolgen kann. Also, genauer gerechnet, kann man schon im Alter von 4 Jahren zur Schule gehen. Nicht schlecht. Weiter geht's. Die Eltern müssen sich verpflichten, bei der Förderung und Evaluation des Angebots mitzuwirken. Eine erste Information über das IFI-Angebot wurde am 6. März 2023 an Fachärztinnen, Fachärzte und Berufsverbände verteilt und die betroffenen Eltern zu informieren. Ja. Und das werden sie auch. Früh genug. Just saying. Da geht's. Organisation des IFI-Zentrums. Das auf Initiative der Direktion für Bildung und kulturelle Angelegenheiten, kurz BKAD, eingerichtete IFI-Zentrum ist zweisprachig. Es ist der Direktion des Früherziehungsdienstes, kurz FED, unterstellt und gehört zur Stiftung Les Buissonnettes. In diesem Rahmen wird es in Übereinstimmung mit den budgetären Angaben durch das Amt für Sonderpädagogik, kurz SOA, finanziert, das als Aufsichtsbehörde fungiert. Die Pauschalbeiträge des Bundesamts für Sozialversicherung, kurz BSV, werden unter Vorbehalt der erforderlichen Anerkennung an das IFI-Zentrum überwiesen. Die medizinischen Leistungen werden unter der Aufsicht einer Fachärztin oder eines Facharztes für Kinder- und Jugendpsychiatrie
Neuropädiatrie oder Pädiatrie mit Spezialisierung auf Entwicklungsfragen erbracht. Das Angebot beginnt mit 5 Kindern, die im Kanton wohnhaft sind. Es soll in den nächsten Jahren schrittweise erweitert werden. Ganz einfach. Jedes neue Angebot für uns Menschen im Autismus-Spektrum fängt ja bekanntlicherweise klein an. Und das wird dann nach und nach immer erweitert. Eigentlich ein ganz normaler Kreislauf einer neuen Intervention. Und jetzt im letzten Abschnitt. Ein Projekt des Regierungsprogramms. Der Aufbau des Angebots zur intensiven Frühintervention für Kleinkinder im Autismus-Spektrum durch die BKAD ist Teil des Regierungsprogramms für die Legislaturperiode 2022 bis 2026. Dieses Ziel nimmt nun mit der Eröffnung des IFI-Zentrums konkrete Gestalt an. Ja, und was nach 2026 geschehen wird, bleibt abzuwarten. Was soll ich dazu sagen, Leute? Also, es ist immer wieder schön, wenn neue Frühintervention eröffnet wird und dass man damit schon ab dem 4. Lebensjahr danach zur Schule kommen kann, das ist schon hervorragend. Und deshalb meine Frage an euch, was haltet ihr zu dieser Eröffnung? Schreibt es gerne in die Kommentare, eure Meinung etc. pp. Als auch wie zu liken, als wie zu teilen, als auch den Abo-Button mit der Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiß, wie ihr verpasst. Und jetzt kommen wir wieder zu den Nachgedanken, indem wir wieder aus dem Buch Tagebuch eines jungen Naturforschers von Daryl McAnulty weiterlesen. Auch Wiesenschaumkraut gibt es jetzt reichlich. Und das erste Knabenkraut ist aus dem Boden gebrochen. Ich frage mich, ob es dieses Jahr mehr als die 13 wunderbaren Orchideen vom letzten Jahr werden. Mit einem Mal fällt Regen aus den wenigen Wolken über uns und dicke Tropfen klatschen auf all die Pusteblumen. Die einzige Pflanze, die unversehrt davon kommt, ist die eine, die mir aufgefallen war. Pusteblumen ähneln ein bisschen mir, weil ich mich von anderen abschirme, entweder weil so viel auf der Welt zu schmerzhaft ist, wenn man es sieht oder spürt, oder weil, wenn ich mich Leuten öffne, der Spott kommt. Das Mobbing, fiese Beleidigung, wegen der großen Freude, die ich empfinde, wegen meiner Begeisterung, meiner Leidenschaft, viele Jahre habe ich das für mich behalten. Aber jetzt liegen diese Worte in die Welt. Ich strecke mein Gesicht in den Regen, lasse mir Wolkenpartikel auf die Zunge fallen. Freitag, der 11. Mai. Das überall sprießende Leben im Garten, auf dem Schulgelände, sogar auf den Straßen rund ums Haus, hebt meine Stimmung. Mein Herz wummert weniger gegen meine Brust. Ich fühle mich im Einklang mit der Natur, tauche jeden Moment wieder darin ein, lasse mich von jeder Welle treffen, versinke. Nach dem Pfadfinder beschließen wir, einen Spätabendsspaziergang zu machen. In einem kleinen Park in Dysnaskia, einem Örtchen keine 25 Kilometer von Enniskillen entfernt. Es ist ein milder Abend und das Licht ist vor lauter Gnitzen, die für uns ärgerlicherweise überall herumschwärmen, ganz verschwommen. Plötzlich hebt sich mit Wucht von den anderen Gesängen über Schilf und Bäumen einer ab. Als Schilfrohrsänger. Er durchdringt den Luftraum. Ich bleibe stehen und lausche. Ein Moment später beginnt ein Gespräch zwischen einem Schilfrohrsänger auf einem Stacheldrahtzaun und einem auf einem Weidenast. Einer sitzt im Schatten, der andere hat das Licht gewählt, die Musik ihres Zirpens beinhaltet all das taumelige Staunen, das ich spüre. Manchmal frage ich mich, wie andere Menschen auf diese Begegnung reagieren. Fühlen sie sich ähnlich privilegiert, den Gesang eines Vogels wie dem Schiffsrohrsänger zu hören? Nach einem ununterbrochenen Flug aus der Sahara landet er direkt hier, um unseren Sommer mit seiner knarrenden Ausgelassenheit zu verschönern. Edward Thomas, der ein ganzes Dichterleben in 2 Jahre hineinpresste, bevor er in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs starb, hat diese Vögel perfekt beschrieben. Ihr Gesang hat keine Worte, keine Melodie, doch für fast jede Süße hatte ich mehr Sympathie als für süße Stimmlein, die lieblich süße Worte singen. Die kleinen braunen Vögel brachten den Mai zum Klingen. Denn wissend endlos wiederholen sie, was niemand lernt, nicht in noch außerhalb der Schule. Über den Rohrkolben eine Wolke schwebt fliegen, das Licht ist tintenschwarz gesprenkelt.
Ich bin geblendet von der Köstlichkeit des Moments. Mein Inneres explodiert. Worte schießen in mich hinein, hageln herab. Ich halte sie fest, denn sie auf einer Seite einzufangen erlaubt mir, alles noch einmal zu spüren. Samstag, der 12. Mai. Heute auf einem geruhsamen Spaziergang rund um einen der Parks unseres Ortes, Forte Park, ein Überbleibsel des viktorianischen Enniskillen, erblickte ich etwas, das ich zuvor nicht bemerkt habe. Der Rhododendron, in dem wir so gerne spielen, ist zerhackt worden, zusammen mit der kalt dunklen Welt, die er einst bedeckte. Aber in diesem Frühling brechen neben den Stumpfen erstaunlicherweise Primeln hervor, die ich zum ersten Mal wiedersehe. Seit weiß ich wie vielen Jahren. Und ich entdecke zwischen den Primeln und Buschwindröschen, das in die Luft ragt, wie ein vergessener Zauberspruch. Das dichte Rhododendrondach hat Primel wie Windröschen gleichermaßen das Licht genommen und zur Keimruhe gezwungen. Doch plötzlich taucht das Röschen auf, hervorgegangen aus dem Blut des Adonis, dem Blut des Waldes, der hier einst stand, ein Überbleibsel, Indiz für einen lang zurückliegenden Mord, Beweis für den Verlust der Wälder und Sümpfe, die früher ganz Irland bedeckten. Um 2 Meter in die Breite zu wachsen, braucht das Buschwindröschen ganze 100 Jahre. Die Pflanze wird hier im Licht in Ruhe gelassen, dass sie sich wieder ausbreiten kann. Ein Buschwindröschen in einem Park in einer Stadt, wo Kinder spielen. Ein Röschen mit so viel Mythologie, so vielen Geschichten, kann sich jetzt wieder ausstrecken, kann in diesem Jahrhundert neue Horizonte eröffnen, Menschen berühren. Vor vielen Jahren ging Mom auf die Grundschule gleich neben dem Park und machte genau hier Spaziergänge durch die Natur. St. Theresa's Girls School, graues Latzkleid, rotes Rosenabzeichen. Sie habe das sehr gemocht, sagt sie. Denn Rosin, ihr Vorname, heißt im Irischen kleine Rose. Sie wisse noch, wie die Blätter von Eiche und Bergahorn gesammelt habe, Kiefernzapfen, Rostkastanien. Alle Kinder legten ihre Funde dann auf einen Jahrzehntentisch. Ich frage mich, wie viele Schulen heute einen Jahreszeitentisch haben. Meine hat keinen, das weiß ich. Die Schwalben jubeln hier, schießen knapp über das kurze Gras. Ich lege mich hin und schaue hinauf zum glücklichen Prinzen. Eigentlich heißt das Denkmal Cole's Monument, eine hohe Säule mit einer Statue von General G. Lawrie Cole, einem Soldaten und Politiker aus dem 19. Jahrhundert. Aber bei uns zu Hause sagen wir der glückliche Prinz, nach dem Kunstmärchen von Oscar Wilde. Als er auf die Portora Royal School in Enniskillen kam, muss Wilde hinaus auf den grauen Turm geschaut und sich das wunderschöne Märchen zusammengeträumt haben. Von der jungen Statue, die zum Freund einer allein im Winter zurückgebliebenen Schwalbe wird. Im Märchen bekommt der Prinz die Schrecken der Welt unter ihm zu sehen und bittet die Schwalbe, das Blattgold und die Edelsteine wegzupicken, die seine Oberfläche zieren, um sie den Armen zu geben. Nachdem er aller Schönheit entledigt ist, wird der glückliche Prinz abgerissen und in den Ofen eingeschmolzen. Was von ihm übrig bleibt, ist nur sein gebrochenes Herz und die tote Schwalbe. Diese werden von Engeln in den Himmel gehoben und zu den schönsten Dingen der Stadt erklärt. Gute Nacht.